Tell me your darkest thoughts. Das sind einfach zu wenig, um ein richtiger Räumtrupp zu sein. Wie viel sind das? Das sind auch bloß 10 und die sind gar noch schlechter ausgebildet. Die kann ich bestimmt noch irgendwann gebrauchen. Im Endkampf wird die mich retten. Oder beziehungsweise kann sie jetzt erstmal ärgern. Also. Erstmal rumschauen, wie genau es hier aussieht. Ah ja, so hatte ich es vermutet. Was ist denn das? Oh nein, ein infizierter Kolonist. Oh, ich wollte gerade sagen, sag nicht, hier ist zu. Das wäre zu viel des Guten gewesen. Hier noch ein bisschen Verteidigung. Muss nicht besonders stark sein, einfach nur ein bisschen mehr. Damit wir so ein bisschen die Angriffe abwehren können. Ich kann, glaube ich... Nee, ich wollte keine Farm. Ich kann, glaube ich, unglaublich viel Thanatos bauen. Die sichersten Ölvorkommen zuerst holen. Wir haben immer noch eine Steinkrise. Und ehrlich gesagt, ich will den Stein nicht kaufen. Nach Möglichkeit. Ja. Your sniper at your service. Just give me something to shoot. I need to kill something. Raus da. Okay, das geht anscheinend nicht. Geht erstmal neu hier hin. Ah, okay, so weit kommen wir raus. Aber ehrlich gesagt, das baue ich voll. Sobald das Ding steht, gehen wir weiter. Ah, hier geht's jetzt. Frage ist, ob sie die Thanatos wegschieben können. Ja, es scheint zu funktionieren. Nicht gut, aber es funktioniert. Ja. Wenn es so in etwa bei diesen Angriffen bleibt, dann schaffen wir es. Das hier muss ich auf jeden Fall verbessern später noch. Und ich muss irgendwie an Stein kommen. Kann es auch sein, dass wir keine einzige Stadt finden? Weil ich habe echt noch keine Ahnung, wo eine Stadt sein könnte. So recht. Yay, Stadtgüter. Das hier kann ich auch noch sehr, sehr weit ausbauen, glaube ich. Werde ich auch machen. Nicht so weit auseinanderziehen. Oh, Stein. Ist aber gleich. Den brauche ich. Aber es ist sehr nah am Kartenrand. Die Truppe zu teilen ist auch nicht unbedingt das Cleverste. So, hier läuft es auf hohen Touren.
Was fehlt uns langsam? Nahrung. Yay! So ein Stück, damit räume ich jetzt. Das muss reichen. Das kann ich noch alles erforschen. Titan brauchen wir nicht. Radarstation brauche ich eigentlich auch nicht. Wirklich so, die nötigsten Sachen habe ich eigentlich. Oh. Oh, wir kriegen Eisenprobleme. Hoffentlich kriegen wir keine Anämie. Ah, daran habe ich nicht gedacht, dass wir im Laufe des Spiels dann doch mehr Eisen brauchen. Allerdings habe ich hier irgendwo Eisen. Hier ist noch Eisen. Hier, da ist noch Eisen. Hier ist auch noch haufenweise Zeug für Nahrung. Nahrungskrise ist bewältigt. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen boosten. Attention. Building completed. Kriege ich denn da alles noch? Oh, den Stein braucht er auch. Das ist gut. Kostet nicht kein Geld? Doch. Habe ich gesehen. Der ist unentschlossen. Ah, hier ist er. Also hier kommt auf jeden Fall später ein richtig großer Angriff. War klar. Das ist der nördliche Angriff kann eigentlich nur hier oder hier kommen und der kommt garantiert hier. So. Ich baue keine Titanen, die mag ich irgendwie mag ich die nicht. So many targets, gotta love it. Sniper is ready. Egal wie stark sie sein mögen, ich mag sie nicht. So, wir haben noch 15 Tage Zeit. Das Einzige, wofür es richtig nutzt, was wir jetzt noch richtig brauchen können, ist eigentlich Geld und mehr Energie. Our forces are in danger. Sniper is ready. 19 Stück, das reicht. My rifle is ready. So, wenn das hier gleich fertig ist.
Griffin. Attention. Building completed. Death, lovely death. Attention. Was, gar nichts? Ich kann da wahrscheinlich noch was hinbauen, das nichts wirklich bringt, aber ich kann es hinbauen. Das Gratisöl? Sniper is ready. Was ich jetzt gerade wirklich machen kann, ich kann haufenweise Thanatos bauen. Gute Bürgermeister werde ich jetzt irgendwie nicht mehr kriegen, glaube ich. Weil wir schon alle haben. Und vom letzten war ich jetzt nicht so begeistert. Ich kann ja noch alles voll mit Thanatos stellen eigentlich. Viele Thanatos helfen auf jeden Fall im Endkampf. Egal gegen welche Übermacht. Nice target. Attention. Building completed. Our forces are in danger. Müssen die aushalten. Und die haben ja auch alle mehr Leben. Das darf man nicht vergessen. A swarm of infected is heading into the colony. They are approaching from the east. Gotcha. Ah. Arbeiter. Und Energie. Wir dürfen nicht vergessen, dass jetzt wieder diese Welle, die mich meistens kriegt. Mal sehen, die wird höchstwahrscheinlich... Ja, die muss hier direkt in die Mitte durch. Ich werde es versuchen. Dann kriege ich es auf jeden Fall mit. Oder? Ich warte mal ab, wo es hingeht. Nicht, dass er dann oben erscheint. Das wäre auch blöd. Also das hier lasse ich auf jeden Fall stehen. Weil sie... Okay. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Ist mir sowas von egal. Da schicke ich eigentlich gerade die ganze Zeit hin, die Thanatos. Ah ja. Die Truppe könnte dir ganz gut helfen. Die Scharfschützentruppe, aber die ist zu weit weg. Bis die da sind. Sphinxen, schätze ich mal. Hier hätte ich doch nicht diesen Bonus mit. Nö. Klang irgendwie gerade sehr, sehr fleischig. Jetzt haben die dich doch verarscht. Diesen Schweine. Oh
Habe ich jetzt nicht gedacht. Oh ja, es bringt was. Er ist nicht ganz nutzlos. Juhu. Ah, die schreddern sich hier durch den Wald durch. Das ist halt doch nur blöder Holzwall. Und deshalb ist gut, wenn ich hier noch ein bisschen ausweichen kann. Ich rechne da, wo ich keinen Steinwall habe, das ist so blöd. Ehrlich gesagt, ich hätte hier oben tatsächlich gern noch. Oder hier. Wenn ich ehrlich bin. Hier in dem Bereich am besten. 1, 2 Lucifer. Gut, locken wir sie weg. Jetzt habe ich meine Tannenfass eingesperrt, so schlau wie ich bin. Scheiße. Das war echt saudämlich. No. Schieß. Na, immerhin etwas. Ach, der kann doch nicht schießen, okay. Was sollen sie doch? Die Schwabbel schaffen wir. Das ist so geil. Kein Problem, das schaffen wir. Natürlich blöd um die Thanatos jetzt. Blöd, dass wir die Thanatos jetzt verloren haben. Wo gehen die hin? Okay. Wieder da hoch. Gut, dass ich es habe stehen lassen. Die hängen noch am Wall. Ein kleiner Rest anscheinend. Ja, die schlagen irgendwie in den Wall. Okay. Ja, da hast du recht. Ich mag die Lucifer echt gern. Der hätte jetzt wirklich ordentlich Schaden da anrichten können in dem Bereich. Ich hätte sie vorher wegziehen müssen. Das war ein großer Fehler von mir. Dem hast du es gegeben. Der verarscht uns nicht mehr. Schön mit einer Bazooka auf so einen Schwächling schießen.
ready and cool. So. Ja, ich baue das Gasthaus jetzt diesmal nicht. Das gab es früher auch nicht und da haben es die Leute auch geschafft, von daher. Oh, wir haben minus einen Arbeiter. Wie geht denn das? Keine Ahnung. They are trying to break through. Last night I dreamt of brains exploding. They are attacking the colony defenses. Und verschießt was? Und verschießt ihr auf irgendwas? Die ist eingefroren gewesen, habt ihr es gesehen? Einfach mal zerkloppt. Keine Zeit für solche Scherze. Hör auf damit. Es muss alles wieder aufgebaut werden. Oh, noch 12 Tage, das schaffen wir auf keinen Fall. Ist aber okay. Das waren... Nee, doch nicht. Haben wir auch Lucifer? Ich hätte gern welche. Warum kannst du nicht repariert werden? Kannst du. Er hat einfach nur Stein gefehlt hier hinten. Traurig aber wahr. Let me just finish my cigar. Was? Keine Ahnung. Fällt mir gerade ein, ich habe den Arbeitskollegen ja ein Gedicht geschrieben. Das würde ich euch irgendwann gerne mal vortragen, wenn ihr nichts dagegen hättet. Und wenn doch, ist mir auch egal. Oh, not sleeping, just resting my eyes. Let me crush some skulls. Sniper is ready. My rifle is ready. So many targets, gotta love it. Ich glaube, der Lucifer ist einfach nicht beliebt, weil er halt nicht über Welle schießen kann. Aber wie ihr vorhin gesehen habt, man kann ihn echt effektiv einsetzen. Weil er halt sehr viel... Er steckt ordentlich ein. Und er, vor allem, er hat eine extreme Heilungsrate. Nein, ich hätte gern... 5. Wenn ich das hier hinbaue. Hier. Das... Hier so. Die lasse ich hier stehen. Yay, Lucifer! Ich glaube, ich kann die ganz effektiv in der letzten Runde einsetzen. Ich würde die Mission gerne zu Ende bringen. Wir haben noch sehr viel Energie übrig. Wir haben noch sehr viel Essen übrig. Ich würde gerne die Bevölkerung noch weiter erhöhen.
Also wenn die hier durchkommen irgendwo, dann bin ich total am Arsch. Trotzdem gespuckt. Schämen sollte er sich. Wenn ich die hier hochschicke, wie laufen die dann? Okay, genauso wie sie sollen. Hier muss noch was her. Das hält nämlich auf keinen Fall. So wie es aktuell ist. Da würde ich gerne die Scharfschützen reinstellen. Glaube ich sogar. Habe ich auch gerade gedacht. Ach, kein Gold. Den hätte ich gern hier. Ich glaube, dich hätte ich auch gern da. Ihr könnt auch mal hingehen. Wie heißt so schön, in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken und Harpien. Was waren das eigentlich? Ach, nach Scharfschützen, okay. Schön ist, ich habe jetzt hier einen Trupp. Scharfschützen. Die auch noch mitballern werden, wenn sie jetzt hart auf hart kommt gleich. So, das müsste eigentlich hinhauen. Sie sind wirklich nur die Notfalleinheiten hier. Brauchen wirklich ewig da unten. Ehrlich gesagt, ihr könnt eigentlich jetzt mal räumen hier. Nach unten. Halt ein paar Ecken offen, ist doch egal. Ein Schockturm. Der lohnt sich aber überhaupt nicht, schätze ich mal. Oder vielleicht doch? Oh, wenn ich das jetzt so anbiete und hier rechts frei... Oh, ist es aber nicht. So, den Angriff machen wir noch. Bis die hier sind. Baue ich noch was auf? Was kann ich noch bauen? Was kann ich vor allem noch gebrauchen? Alles. Von allem alles.
würde ich ungern machen, hier einen äußeren Verteidigungsring zu setzen. Und es geht schon los. Das ist nicht zu heiß. Haha, zu heiß. Sagen wir mal, ist ein Stern drüber. Verbrennen Sie. Oh nein, habe ich gerade. Die zeigen sich ganz schön. In Hilfe mit anderen. Die sind echt Gold wert. Kosten auch eine Menge Gold. Davon mal abgesehen. Oh, ich habe noch ein paar Luzi von mir hier. Geh mal hin. Häng sie mal ab. Mögen zwar nicht die größte Reichweite haben, aber dafür sind sie echt gut hier. Oh, fuck. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich mag die ganz gern. Ah, ich wollte sagen, wo ist denn der hin? They are attacking the colony defenses. Hier oben ist auch überhaupt kein Schutz. Ah, ich weiß nicht so recht, ob sich das lohnt. Ich kann natürlich versuchen, das hier auch noch zu erweitern. Ich habe ein echtes Arbeiterproblem wieder mal. Last night I dreamt of brains exploding. All right. Our defenses are being attacked. Ich rechne oben mit einem richtig, richtig heftigen Angriff. Ich glaube, der Hauptangriff wird hier oben erst stattfinden. So wie die mir die ganze Zeit zusetzen. Oh, wir haben auch bloß noch ein paar Tage. Attention. Building completed. Who do you want me to punish? Und dann ist vorbei. Bye bye Junimond. Okay, ich wollte gerade sagen, das war Mist. Ging doch. Yes, tell me what to kill. Attention.
Also Karte rollen wie üblich schaffe ich nicht. Wenn ich jetzt noch die 20 Tage, 20 Tage mehr hätte, klar, wahrscheinlich. Aber so wird das nichts. Ich werde aber gleich ausmachen und dann werde ich die letzte Folge noch aufnehmen. Abends um 1 oder früh morgens um 1 eher. Ist immer noch nicht meins. Das könnte auf jeden Fall eine gute letzte Bastion sein. Sehr gut, das Öl nutzen wir mit als natürliche Verteidigung. Hoffe ich doch. Wir müssen darauf hoffen, dass die oben nicht angreifen. So, ich muss... mehr Thanatos ausbilden. Und ich sollte hier weitermachen. Attention. Building completed. So, noch ein Schockturm daneben. Dann nur noch der Wall davor. Lucifer werde ich da garantiert nicht einsetzen. An der Stelle. Hat wenig Sinn, den kann ich da nicht wirklich groß rumrangieren. Ich hätte gern wirklich eine Verteidigungslinie drauf. Okay, das müsste es eigentlich jetzt schaffen. Klar, das kostet eine Menge Geld, aber irgendwie ist Geld gerade überhaupt kein Problem mehr. Nahrung wird langsam zum Problem hier. Sollen sie es doch später holen. Ja, so langsam weiß ich auch nicht mehr, wo ich Nahrung herholen kann. Wahrscheinlich seht ihr... ach ja, ich habe dieses Gebiet ja nicht grundlos geholt, ich vergaß. 16... 19. Oh, da hätte ich auch 19 gekriegt. Aber Holz haben wir genug. Egal. Das war Let's Play Seiya Berlins für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und der nächsten Aufnahme müssen wir uns auf jeden Fall der Endwelle stellen. Wieder mal mit ungeräumter Karte, aber das sind wir jetzt irgendwie schon gewohnt. Also macht's gut. Bye, Leute.